Es ist wohl an der Zeit, dass ich meine Art Aufklärungsvideo starte, was ich eigentlich in meinem letzten Video meinte, wenn ich heiße, ich reise ab, meine digitale Steuerung, das möchte ich heute mal aufklären, das möchte ich mal, wie es weitergeht, was ich vorhabe, was ich überhaupt ändere und warum ich es ändere, was meine Gründe sind und daran soll es heute einfach mal gehen. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück im Video. Das Video wird man heute keine Nummer haben. Es ist ja kein eigentliches Update-Video. Man sieht es ja im Hintergrund. Vielleicht weiß ich nicht, ob man es wirklich sieht. Ich habe ein tierisches Chaos da hinten, weil ich ja alles rausreise. Also ich reise nicht alles raus. Also wer gedacht hat, und ich werde meine gesamte Eisenbahnanlage abreisen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich mache mir ja nicht jahrelang Arbeit, um das Ganze dann zu entfernen oder einfach mal so schnell wegzureisen. Nein, ich entferne die digitale Steuerung. Das heißt, ich habe auch mehrere Gespräche in den Kommentaren gehabt. Ich habe sogar E-Mails erhalten, wo ich auf das Thema eingehen sollte und auch gemacht habe, weil viele haben sich dafür interessiert. Und deswegen möchte ich es heute mal bringen. In meiner Anlage wird ein Teil der digitalen Steuerung entfernt. Es hat mehrere Gründe, auf die möchte ich gleich mal eingehen. Aber es wird nicht komplett auf analog zurückgebaut. Das mache ich nicht. Ich werde weiterhin mit meiner Anlage digital fahren. Das heißt, Entschuldigung, das heißt, die ganze Lokansprechung, wenn man das mal so nennen darf, das bleibt komplett über meine Z21 bestehen. Das hat auch wiederum mehrere Gründe. Da können wir ja vielleicht gleich mal anfangen mit. Zum einen habe ich die Z21-Anlage da, die möchte ich natürlich jetzt nicht weggeben. Und zum anderen habe ich auch wahnsinnig viele Loks, die ich ja schon selber umgebaut habe. Ich habe ja schon direkt die Loks von Haus aus umgebaut. Ich habe hier oben über mir an dem neuen Anlagenteil, den ich ja mal vor 50 Folgen oder so gebaut habe. Das heißt ohne Inhalt, da ist jetzt nur die Platte, wo das alles hinkommt. Wer sich dafür interessiert, ich werde es mal verlinken im Video, oben in der Ecke. Und da liegen ja jetzt meine Schätzchen drin, wenn ich mal so sagen darf. Meine Loks, die ich so habe und alles, was so dabei ist, da liegen jetzt schon die Glockenankermotoren drin, da liegen jede Menge Decoder. Das heißt, die ganzen Loks werden natürlich auf digital noch umgebaut. Digitale Steuerung bedeutet nicht für mich, ich habe schon wieder einen Frosch im Hals heute, bedeutet nicht für mich, dass ich die das Fahren umstelle als solches. Fahren werde ich weiterhin digital. Erstens oder alleine schon aus dem Grund, weil es da ist. Ich habe ja, das weiß, meine gesamte Anlage ist ja so ziemlich, mittlerweile sind das wohl so knapp 60 Meter Gleis da hinten. Und die 60 Meter Gleis, da ist ja wirklich jedes Gleisstück, gut, ich verwende Flexgleise, die sind ja irgendwo bei 75, 76, irgendwas in der Dreh um Zentimeter lang, zumindest meistens, wenn man sie nicht gerade kürzt, ist ja jedes einzelne Gleisstück bei mir mit Strom versorgt. Ja, ich habe also nicht wie früher, wo ich gesagt habe, ich mache jedes dritte oder sowas, und die sind alle mit Strom versorgt, jedes einzelne, und noch dazu ist ja auch jedes Gleis miteinander verlötet mit einem anderen Gleis. Also ich habe mir wahnsinnig viel Arbeit gemacht. Dann sind in dieser Anlage da hinten 5 Kehrschleifen drinne. Wendeschleifen, ja. Nein, Kehrschleifen drinne. Und in diesen 5 Kehrschleifen sind mit Digitalmodulen ausgestattet. Das heißt, ich hätte jetzt mir auch da alles verändern müssen. Und das möchte ich natürlich nicht. Was ich ändere, ist die komplette Ansteuerung, oder für mich hieß das Steuerung. Also wenn ich sage Steuern, meine ich jetzt nicht die Züge mit der WLAN-Maus. Das bleibt bei mir bestehen. Sondern es werden hier diese oder wurden diese Teile, da habe ich einen ganzen Sack voll, da liegt noch was, entfernt. Oder das habe ich ja schon entfernt. Und natürlich auch entsprechend hier diese, sieht man es jetzt hier? Na, das fällt mir also aus der Hand. Naja, ist ja völlig wurscht. Diese Teile, womit ich die Konrad-Antriebe anspreche, damit das funktioniert. Die sind auch alle entfernt worden. Das habe ich also für jede meiner Weichen da gehabt. Das ist alles rausgebaut worden und wird jetzt umgebaut mit einem Schaltpult. Das Schaltpult kommt, sehen wir so ein bisschen, hier ist diese Schublade, wo im letzten Video da mal so ein Teil gefehlt hat, was da irgendwie nicht angezeigt wurde. Und da kommt die digitale, da ist auch mein Testkreis unten drin. Das geht irgendwo von da hinten bis hier rüber. Das ist so
1,20 Meter oder sowas lang, das Teil. Und da kommt das Schaltpult drauf. Das Schaltpult habe ich auch schon alles da. Das wird passend zu meinem Modul, wer sich erinnert, habe ich ja diese kleinen weichen Sachen da selber gedruckt, da meinen 3D-Drucker. Wer das sehen? Also seid gespannt, da kommt noch wahnsinnig viel auf euch zu. Und derzeit bin ich ja hier drüben sowieso gerade an meiner Werkbank am Bauen und baue da allen möglichen Kram, was ich jetzt plötzlich brauche, um meine Read-Kontakte zu steuern über Relaiskarten, die ich selber baue und so weiter und so fort. Aber ich labere. Ich wollte ja mal sagen, warum ich das Ganze mache. Jetzt habe ich erstmal gesagt, was ich mache. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, ich habe meine eigentliche Fahrsteuerung, auch Steuerung, entschuldigt bitte, wenn das irgendwie Missverständnis war, bleibt digital. Meine Loks bleiben digital. Das fährt alles weiterhin. Natürlich werde ich wahrscheinlich nur einen Zug auf einmal fahren lassen und hier nicht anfangen, da plötzlich 3-4 Züge. Ich möchte nicht arbeiten. Ich möchte Spaß an meiner Anlage haben. Ich möchte einen Zug beobachten. Ich möchte mich daran erfreuen, wie er überhaupt vorbeifährt. Ich möchte ihn am Bahnhof stehen lassen. Ich meine, ich werde mich jetzt hier nicht mit der Schaffnermütze hinsetzen und eine Pfeife im Mund. Das mache ich natürlich nicht. Das ist immer so ein schönes Klischee für uns Modellbauer oder Modellbahner, ja. Aber okay, nein, das mache ich natürlich. Also wie gesagt, das bleibt alles auf der Z21. Die Anlage wird auch hier von hier drüben aus alles schön gesteuert und versorgt auch beide Anlagenteile. Klappt wunderbar und bleibt auch so. Was ich mache, ist die komplette Weichensteuerung, wie ich gerade schon gesagt habe, die ist rausgeflogen. Die baue ich gerade um. Was sind das für Gründe? Ich gucke mal ein bisschen auf meinen Monitor im Hintergrund, weil dort ich tatsächlich mal eine E-Mail geschrieben habe an mehrere Menschen. Und da habe ich so ein bisschen die ähnlichen Gründe aufgezählt. Und zwar das erste ist die Haptik für mich. Das heißt, die Haptik, wenn ich mich vor die Anlage stelle. Ich hasse es mittlerweile. Soll es keine Wertung sein. Jeder kann fahren und soll auch fahren, wie er Freude hat. Ich vermisse es stark, Knöpfchen zu drücken. Ich möchte ein Schaltpult haben, wo ich meine Knöpfe drücken möchte. Natürlich möchte ich das nicht mehr haben wie früher, wo ich sagen muss, ich muss jede Weiche mir merken, wo die ist. Weiche 23 ist da hinten rechts und stellen. Das mache ich nicht. Ich habe mein Schaltpult, wie das viele von euch auch haben, und möchte auch über das Schaltpult, deswegen mache ich alles mit Relais, auch kleine Fahrstraßen schalten können. Das heißt, dann eben drücke ich nur einen Knopf und es schalten sich gleich mehrere Weichen um, so dass ich dann eben eine kleine Fahrstraße habe. So ähnlich wie es ja bei der Z21 App auch ist, nur halt für mich angenehmer. Es ist halt, und der zweite Punkt, die Übersichtlichkeit. Mir ist es so ergangen, nachdem ich ja da hinten so alles ein bisschen fertig hatte, die Arkaden gebaut waren, ging es mir so, dass ich die Testfahrten gemacht habe, habe ich ja ein Video zugebracht, und das war Arbeit. Ich stand vor meinem Tablets, hab das in der Hand gehabt. Ich weiß, es gibt auch Leute von euch, die haben 4, 5 Tablets vor sich stehen. Und das möchte ich gleich gar nicht, muss ich immer dazu sagen. Ich finde es toll, wer es macht. Aber ich möchte es nicht. Es war Arbeit für mich. Ich musste ständig nach links, nach rechts, hoch und runter. Dann musste ich reinzoomen, dann musste ich rauszoomen, dann musste ich die Ebenen wechseln. Ich habe ja 4 Ebenen, also mit der Seite hier drüben 4 Ebenen. Da musste ich dann immer das wechseln, dann musste ich da wieder hin und her wedeln da. Und dann musste ich die Weiche schnell finden. Derzeit war der Zug über das Gleis gefahren und ist entweder falsch abgebogen oder ist mir entgleist, weil es eben gar nicht gestimmt hat. Ist mir zu viel Arbeit, bin ich ehrlich. Wenn ich stehe und habe vor mir an dieser Stelle da das Schaltpult und drücke meine Knöpfchen, so wie ich das will. Ich sehe den Zug vor mir fahren, drücke die Weiche, weil ich habe ja ein Schaltpult, also ein Stellwerkbild vor mir in irgendeiner Form. Sicherlich werde ich das nicht im klassischen Sinne bauen, ich werde es ein bisschen anders machen, werde aber noch sehen, kommen wir nochmal zu. Das ist praktisch der auch der Punkt Übersichtlichkeit, auf dem ich gerade gekommen bin. Ich gucke noch mal ganz kurz. Ja, genau, das war das, was ich erzählt habe. Und das habe ich mal im Video 101 oder 102 habe ich das mal gezeigt. Und da sieht man das natürlich nicht, wenn man das da so schön zeigt, alles fährt und macht. Aber gut, der dritte Grund ist für mich ganz einfach noch ein Nostalgiegrund. Nostalgiegrund in dem Sinne, ich war ja auch mal klein. Und als ich klein war, hatte ich zu Hause eine Eisenbahn. Das war damals noch die Spur TT. Die fand ich toll. Da war mir die N zu klein. Die war mir nicht Detail genug. Und H0 war mir immer schon irgendwo persönlich zu groß. Aber das ist ja auch Geschmackssache. Und jetzt habe ich mich ja in die N verliebt und auch in die Z nach wie vor noch. Da kommt noch einiges. Aber ich wechsle gerade das Thema. Ja, Nostalgie. Und zwar habe ich das geliebt an dem Drehregler. Dann könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, wer das auch hatte, wie das war. Man hat die Glühbirnchen gerochen von den Signalen. Man hat eben so richtiges
Eisenbahnfeeling gehabt. Ja, so dass man eben richtig verschmolzen war irgendwo mit der Eisenbahn, mit der Modelleisenbahn. Und das war toll, das war ein Erlebnis. Natürlich möchte ich nicht meine Kindheit auferleben lassen, das wird nicht funktionieren. Aber es ist so, dass ich eben so diesen Gedankengang noch da drin habe. Ich werde auch die Glühbirnchen nicht mehr riechen können, weil wir ja alles mit LEDs heute lösen. Aber warme Loks oder wie auch immer, man hat ja den Geruch irgendwo. Und deswegen möchte ich natürlich die Nostalgie werden. Ich möchte Knöpfchen drücken, ich möchte am Drehregler drehen. Schönen Gruß nochmal an den Tommy oder an den Tom. Der hat mich mal aufgeklärt, dass ich natürlich digital fahre, auch wenn ich eine WLAN-Maus benutze. Natürlich, klar. Das meinte ich jetzt aber auch nur im übertragenen Sinne. Wenn ich einen Drehregler drehe, ist der irgendwo für mich in der Haptik, ist der analog, auch wenn er digital steuert. Du hast natürlich 100% recht und ich danke dir recht herzlich für deine Ausführungen, die du gemacht hast. Nicht übrigens in den Kommentaren. Von dem alten Video, von dem 103-Video, könnt ihr euch gerne durchlesen. Und jetzt kommen wir mal noch zu dem Punkt. Manche werden es wissen, viele werden es nicht wissen, ist auch völlig egal. Ich selber bin aus der IT-Branche. Das heißt, ich arbeite in der Computerbranche, ich stache den ganzen Tag auf Monitore. Ich repariere, ich mache, ich programmiere, ich erstelle und was weiß ich nicht alles. Und jetzt sitze ich in meiner Freizeit bei meiner Modelleisenbahn auch noch vor dem Monitor und gucke auf dieses Tablet drauf. Oder ich kann auch mit dem Handy, das geht ja auch, ja, mit dem Handy steuern und man kann ja alles gleichzeitig machen, ganz wunderbar. Aber ich starre ja nur noch auf Monitore und Displays. Und das, was ich bei den Kindern so ein bisschen verteufle auch, dass die nur noch vor diesen Dingern hängen, so ähnlich habe ich mich ja auch gefühlt, indem ich nur noch vor dem Ding hänge. Ja, also habe ich das jetzt für mich entschieden, es kommt weg. Ich möchte, wie gesagt, Knöpfe drücken und ja, und dann als fünfter Punkt, der für mich auch nicht uninteressant ist, ich möchte die analoge Logik. Kann man das so sagen? Ich mag es, meine Weichen mit Kabeln zu versehen. Ich mag es, diese Riedkontakte zu legen, also diese automatische Steuerung für die Weichen im analogen Betrieb, die ich dann logisch verknüpfen kann, wo ich jetzt, wie gesagt, sollte eigentlich, wie ich dann die kleinen Platinen mir selber baue mit den Relaiskarten und sowas alles, da kommen wir aber drauf. Und diese logische Denkweise, dass man überlegt, was könnte ich jetzt mit wem, natürlich habe ich das am Tablet auch. Ja, aber wie gesagt, ich mag das einfach, mir das zu überlegen, wie ich was verschalten kann, wie ich das machen kann. Und ich liebe dieses analoge, also dieses tatsächliche nicht am Tablet was einstellen müssen, sondern mir entsprechend die Drähtchen, die Litzen zu ziehen oder was auch immer ich da machen will. Oder ob ich jetzt gerade beim Basteln bin, wie ich mir Gedanken mache, mit so einem kleinen Steckbrett sitze ich da und überlege mir da bestimmte Sachen oder gucke auch im Internet Sachen, die ja schon erfunden wurden, die brauche ich ja nicht neu erfinden. Und die setze ich natürlich um über entsprechende Sachen. Ich habe allergrößten Respekt vor Sachen, vor Personen, die sich in diese digitale Welt eingraben wollen und auch können, die da Freude dran haben, da was zu programmieren, vielleicht sogar noch am PC sitzen und am PC dann noch irgendwelche Sachen da einstellen, dass da irgendwas automatisch fährt und läuft und macht. Ganz toll. Ich erinnere nur ans Wunderland in Hamburg. Ja, das ist, wenn ich die ganzen Monitore sehe, wie das gesteuert ist, ist ja alles schön und gut. Bei der Größe der Anlage kann man ja nicht manuell mit dem Drehregler fahren. Und ja, möchte ich aber, wie gesagt, hier zu Hause nicht haben. Dafür ist meine Anlage zu klein. Mal vielleicht noch, wer es noch nicht gesehen hat, oder ich komme mal noch dazu. Die Anlage jetzt hier hinter mir, die ist jetzt ca. 5 Meter und hat 1,60 Meter Tiefe. Hier drüben ist es ein bisschen schmaler, weil, wie gesagt, das Ganze ist ja in einem Schrank, wo ich alles hier kann ich Türen schließen, da unten kommt ein Rollo runter. Auf der Seite jetzt hier über mir ist auch alles geschlossen. Also ich kann die Anlage, wenn ich jetzt hier in mein Zimmer reinkomme, wenn ich möchte, komplett verbergen. Ich muss sagen, ich habe das seit 2 Jahren nicht mehr zugehabt da hinten, aber ist ja auch völlig egal. Ich schweife ab. Aber wie gesagt, das sind so ein bisschen die Gründe, die ich habe, um das Ganze irgendwo zu machen. Ich habe ja mal versprochen, mal so einen Rundgang nochmal zu machen. Irgendwann, wie das hier alles so aussieht, wie das alles aufgebaut ist, machen wir alles noch. Kommen wir zu vielleicht mal so Richtung Herbst oder sowas. Oh, im Moment, ja, der Sommer steht vor der Tür. Viele von euch sind gar nicht da. Merkt man ja auch ein bisschen an den Zuschauer oder an den Views.
Ist ja nicht schlimm, ist ja völlig in Ordnung. Und ja, das wollte ich eigentlich nur mal heute loswerden, deswegen dieses Sondervideo. Ich sehe gerade, ich laber hier fast eine Viertelstunde schon. Und wenn ihr Meinungen habt und bewertet bitte nicht, das ist mir beim letzten Video aufgefallen, dass Personen, die das nicht so wollen, die sagen, warum rüstest du jetzt da zurück, bums gleich Daumen nach unten, finde ich ein bisschen schade, weil das kann man doch respektieren und muss nicht gleich dann irgendwas schlecht bewerten. Keine Sorge, ich liege bei 95% positiv. Aber es ist mir nur so aufgefallen, dass eben Menschen das gerne so bewerten, nach ihrem persönlichen Geschmack, dass die sagen, nee, ich liebe digital, bums, Daumen nach unten, weil der jetzt macht analog. Ist ein bisschen schade, weil ich denke mal, ich versuche alles ein bisschen schöne Videos zu machen und da kann man ruhig, ja, aber es ist keine Bettelei, ihr könnt gerne machen, was ihr wollt, schreibt Kommentare, darüber freue ich mich sehr. Ist natürlich eine kleine Arbeit, um alles zu beantworten, aber ich mache es wahnsinnig gerne, muss ich dazu sagen. Und ja, bleibt schön aktiv. Ich freue mich drauf. Wer mich noch nicht abonniert hat, jetzt kommt doch die Bettelei da. Macht's doch bitte und die Glocke nicht vergessen, dass ihr wisst, wenn ich was bringe. Na, ihr wisst schon Bescheid. Alles klar, da wollte ich sagen, macht's schön gut. Bis zum nächsten Video. Gibt wahnsinnig viel zu tun, denn ich habe wahnsinnig viel da hinten gemacht. Nee, wahnsinnig viel zu sehen, würde ich sagen. Wahnsinnig viel gemacht und freuen wir uns einfach auf die nächsten Wochen. Ich freue mich auch über Anregungen, Hinweise von euch und bis dahin, macht's gut. Tschüss.